Hallo, mein Copterfreund. Heute möchte ich dir meinen Impuls-EC Alien Frame vorstellen, welche Veränderungen ich daran gemacht habe und welches Setup ich damit fliege. Des Weiteren möchte ich dir genau zeigen, welche Änderungen ich am Rahmen gemacht habe. Dazu nehme ich erst einmal die obere Platte ab. Ich möchte den FPV-Sender mittels einer selbstgebauten Carbonplatte über den Flugcontroller legen. Zunächst zeige ich dir, wie man einen FrSky-R XSR-Empfänger mit einem KISS-CC-Flugcontroller verbindet. Hierzu verzinnen wir erst einmal die Originalkabel des Empfängers, damit sich diese besser mit dem Flugcontroller verbinden lassen. Jetzt können wir die Kabel des Empfängers wie in der Anleitung anlöten. Achtet dabei darauf, dass ihr euren Lötkolben nicht zu heiß dreht, da es sonst zu Beschädigungen an dem Flugcontroller kommen kann. Dies ist die selbstgebaute Carbonplatte, von der ich eben sprach. Diese möchte ich zentral mit 4 Schrauben auf den Flugcontroller draufschrauben. Haben wir das gemacht, befestige ich den FPV-Sender mit einem doppelseitigen Schaumstoffklebeband auf der Carbonplatte. Das gleiche machen wir auch mit dem FrSky-Empfänger. Wir befestigen ihn mit einem Stück doppelseitig klebenden Schaumstoff am hinteren Ende des Kopters. Wenn wir fertig sind, sollte das Ganze in etwa so aussehen. Versucht man den Kopter jetzt zusammenzubauen, stellt man fest, dass am Ende der oberen Platte die FPV-Antenne schleift. Dies kann dazu führen, dass sich diese abreibt und das zu Kurzschlüssen führt. Um dagegen vorzubeugen, möchte ich die Abdeckplatte oben bearbeiten, indem ich einen Keil herausschneide. Die Platte sollte dann hinten genauso wie vorne aussehen. Hierzu nehme ich die Maße vom vorderen Ende der Platte und übertrage sie an das hintere Ende. Jetzt schneide ich erst einmal den Keil grob heraus. Danach schaue ich, ob es passt. Das sieht doch schon einmal gut aus. Jetzt werden wir die Flächen mit einer kleinen Feile begradigen und scharfe Kanten abrunden. Jetzt können wir mit dem Zusammenbau beginnen. Wichtig ist auch eine richtige Platzierung der Antennen des Empfängers, damit es nicht zu Empfangsausfällen kommt. Hierzu nehme ich 2 Schrumpfschläuche und kürze diese auf die Länge der Abstandshalter von meinem FPV-Rahmen. In den Abstandshalter stecke ich 2 präparierte Modellbau-Antennenröhrchen rein. Diese präpariere ich wie folgt. Ich nehme die Antennenröhrchen, schmelze sie mit einem Heißluftföhn an und biege sie am einen Ende um ca. 45 Grad um. Das Ganze sollte dann wie folgt aussehen. Beim Anpassen der Antennen solltet ihr natürlich darauf achten, dass diese nicht in die Quere der Propeller kommen. Aus diesem Grund würde ich einen Propeller zur Probe darauf schrauben, um zu schauen, ob diese kollidieren. Wenn alles passt, können wir das Ganze mit einem Heißluftföhn föhnen, damit es fest wird. Jetzt kann die Drohne wieder zusammengebaut werden. Mir ist es wichtig, dass ich beim Landen der Drohne an der Unterseite nicht kaputt mache. Aus diesem Grund habe ich mir Landepads besorgt, die ich jetzt an der Drohne unten installieren möchte. Der Vorteil dieser Landepads besteht darin, dass alle 4 nur 1,2 Gramm wiegen und dies sich nicht negativ auf das Flugverhalten meines Kopters auswirkt. Bevor wir die Landepads anbringen, ist es wichtig, die Unterseite des Kopters fettfrei zu machen. Dafür nehme ich herkömmlichen Reiniger.
Sind die Flächen sauber, können wir beginnen, die Pads anzubringen. Die Motorenkabel befestige ich mit einem herkömmlichen Isolierband aus dem Baumarkt. Anstatt der großen und schweren GoPro-Halterung, die ca. 25 Gramm wiegt, habe ich mir einfach die GoPro-Halterung von dem TVS Vendetta aus Schaumstoff geholt, die nur 2 Gramm wiegt, und diese mit einem doppelseitigen Klebeband auf dem Rahmen befestigt. Somit spare ich mir Gewicht, wenn ich auch einmal ohne Kamera fliegen möchte. Das ist mein Impulse RC Alien Frame, wie ich ihn nach meinen Wünschen umgestaltet habe. Des Weiteren habe ich den Frame auch wasserdicht gemacht. Wie ich das gemacht habe, kannst du in meinem anderen Video sehen, Do It Yourself, Drohne wasserdicht machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hattest Spaß dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest oder mir einen Daumen hoch geben würdest. Macht's gut und bis bald!